Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal namens Hopscotch, genauso wie ich. Wir befinden uns gerade im Wald und suchen uns ein paar Stöcke, denn wir haben ganz viele Fritz Meinecke Videos gesehen und wollen jetzt mal ein bisschen schnitzen. Bis später. Ich glaube, das hält mein Gewicht nicht aus. Der knackt doch da vorne weg. So, warte, ich versuche es mal. Wenn ich reinfalle, werde ich nass. Oh, hörst du das? Wenn ich da drauf gehe, macht es knack. Oh, nee. So, dann gucken wir einfach mal, wie weit wir hier durchkommen. Das ist ja immer wieder geil, wie diese Bäume, diese Äste so hier an dem Baum einfach mit hochklettern. Das ist Natur. Dichten Dickicht. Hier bin ich aber eben nicht lang gegangen. Weil ich komme hier durch. Null Problemo. Herrlich, diese roten Blätter. Das sieht man so gar nicht, oder? Oh, ich glaube, da habe ich eine perfekte Stelle, um über den Bach zu kommen, ohne dass ich hier einen großen Sprung machen muss. Was ist denn da? Wirst du schon sehen. Da, eine Kuhle. Ach so, die Kuhle in diesem... Ja, warte, da muss ich aber einmal hier rüber. Das ist richtig Kuhle. Ja, diese Kuhle hier in dem Baum. Ja. Ich hab's gleich. Da, ab ist er. So, den muss ich jetzt nur noch von seinen ganzen Ästen hier befreien. Ist er genau da gebrochen, wo ich ihn nicht brechen wollte. Ich muss auch sagen, der ist auch gar nicht so gut zum Schnitzen, denn der ist nämlich sehr hohl hier innen drin, dieses Weiche drin. Das ist halt eigentlich kein guter Schnittstock, aber ich fand das Holz, das sah echt gut aus. Naja, müssen wir wohl noch ein bisschen suchen. Und übrigens sehr fies, wenn die Leute hier hinkommen, sich hier hinsetzen, Tuck, Durstlöcher, Trinkbecher und alles hier hinschmeißen. Mega ekelhaft. Und dazu auch noch in diesem Stamm hier schön die ekelhaften Kippenstümmel reingedrückt. Lecker, lecker. Das ist Sohnemanns kleines Schnitzmesser. Natürlich mit Schnitzhandschuhen, ne? Sehr geil. Zack, genau so. Muss immer schön schnell machen. Man muss immer Schicht für Schicht, ne? Versuch das mal so richtig, zack. Genau, so. Und nicht zu doll ins Holz rein, ne? Mal gucken. Ja, weil du versuchst immer schon zu viel auf einmal. Du musst weniger machen. Ein bisschen weniger. Ich möchte hier so ping, 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 du möchtest eine Spitze haben, ne? Ja. So spitz, wie es geht. So spitz, wie es geht. Dann schauen wir mal, wie spitz wir das kriegen. Ein Messer ist auf jeden Fall schön scharf. Zum Schnitzen auf jeden Fall gut geeignet. Und ich sehe das, was du da machst. Ich habe ja die Kamera. Ich versuche gerade eine schöne Spitze zu machen, aber es will mir irgendwie nicht gelingen. Jeder andere guckt jetzt dieses Video an und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Was macht der Hopscotch da? Du machst das prima. Ich mach das prima? Ja. Ja, siehste. Das ist ganz wenigstens, toll. Wenigstens einer, der es toll findet. Ja, du machst das ganz toll. Das sind die ganzen Späne. Mhm. Kannst du das vorspulen? Natürlich. So, das ist jetzt übrigens das vorläufige Ergebnis. Der spitze Stock, schön gestählt, schön glatt gemacht und mal ein bisschen die Schnittskills verbessert. So eine kleine Einkerbung gemacht. Du machst Fritz Meinecke nach. Du machst
Du machst Videos und schickst das ins Internet. Ja. Nur fehlt dem Papa hier die Muckis wie Fritz Meinecke. Und natürlich auch das Köpfchen, wie man überlebt. Ja, dein Gesicht, das schneide ich eh raus. Das darf keiner im Internet sehen. Du kannst auf mein Gesicht ein Smiley drauf machen. Genau. Oder ein Kackehaufen. Oder einfach nur blurren. Das soll ein Löffel werden. Meinst du, das wird ein Löffel, Dominik? Ja. Ja? Ja. Sohn ist optimistisch. Hast du gepupst? Yep. Man riecht es. Sohnemann möchte natürlich auch einen Löffel haben aus dem kleinen Stück. Das ist mein Stück. Das ist Sohnemanns Stück. Das Blöde ist, dass mit so einem kleinen Stück Holz in der Hand kann man nicht sägen. Man kann das nirgendwo einspannen, festhalten, sonst was. Mega schwer. Echt schwer. Aber wir versuchen es mal. Wer schreitet so spät durch Nacht und Wind? Nacht und Wind. Es ist Martin und jeder weiß das stimmt. Wer schleicht denn so spät noch durch den Wald? Durch den Wald. Es ist Martin und ihm wird niemals kalt. Nein, nein. So, das ist mein Löffel bisher aus dem Birkenholz. Ich habe mir jetzt mal hier so zwei Kanten reingesägt. Das Ganze nach unten muss jetzt natürlich, hier soll der Stiel hin. Deswegen werden wir jetzt gucken, dass wir das von da hin nach unten abtrennen. Das gleiche habe ich ja schon bei meinem Sohnemann gemacht. Da sieht das jetzt schon aus wie so ein kleiner Klöppel hier. Um diese Rundung hier hinzubekommen, muss ich ja so ein bisschen hier schräg schneiden. Und das Problem ist, dass ich mir hier wirklich schon diese Kanten hier reinhaue. Ihr seht das hier. Und das ganze Ding zieht man ja wirklich als ein Stück ab. Also wenn ich wirklich so schräg hier arbeite, ziehe ich mir irgendwann alles weg. Ich weiß nicht, ob das an dem Birkenholz liegt oder an meiner Dummheit. Aber hier wirklich eine Rundung reinzukriegen, das wird jetzt schon schwierig, würde ich sagen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt von hier, von der Richtung in die Richtung arbeite, dann habe ich das Problem, dass ich mir jedes Mal selber in den Stiel reinhacke und mir hier immer Kerben reinmache. Aber ich glaube, das wird die bessere Variante sein, weil die Kerben kann ich irgendwann noch mal wegmachen. Ihr seht das, jetzt habe ich mir hier wieder eine Kerbe reingehauen. Ja, okay, ich mache weiter. So, um diese Rundung hier perfekt hinzubekommen, habe ich jetzt die, ich sag mal, Kartoffelschäl-Methode angewandt. Und zwar hier, als würdet ihr wirklich so die Kartoffeln schälen. Ja, diesen Gegendruck mit dem Daumen festhalten und dann fangt ihr an zu schälen. Das dauert natürlich etwas, aber ich glaube, so kriegt man wirklich das noch am besten und am feinsten hin. Das ist jetzt der Löffel von meinem Sohnemann. Der ist natürlich auch noch nicht fertig, aber Sohnemann besteht darauf, dass seiner zuerst fertig ist. Und wir versuchen gerade, ihn ein bisschen auszuhöhlen, beziehungsweise ich habe ihn ja schon ausgehöhlt, so einiges. Ne? Aber das hier ist leider nur so ein billiges Bastelset. Aber ich habe schon ganz gut geschafft. Ich habe jetzt natürlich angefangen, von hier nach hier zu schieben und bin einmal schön hinten wieder raus. Deswegen versuche ich jetzt vorsichtig immer so zu arbeiten und immer schön über Kreuz, immer ein bisschen mehr abzutragen und gucken, dass es schön tief wird für einen Löffel. Ich habe jetzt hier noch mit dem anderen Werkzeug hier, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn man weiß, wenn ihr wisst, wie man diesen ganzen Quatsch hier nennt. Auf jeden Fall habe ich damit jetzt noch ein bisschen hier schön glatt gezogen. Allerdings ist das Problem, dass ich das mit dem Birkenholz gar nicht so schön glatt bekomme. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem Schleifen und sowas noch hinbekomme. Aber an sich ist das auf jeden Fall schon echt brauchbar für einen Löffel. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Damit kann man jetzt schon auf jeden Fall was löffeln. Aber wie ihr seht, der Shape fehlt noch. Da muss noch ein bisschen geschnitzt werden. Let's go! Ein bisschen später sieht der Löffel von Sohnemann jetzt schon so aus. Es ist schon ein bisschen hier abgerundet alles, ein bisschen weggeschnitzt. Er hat auf jeden Fall schon ein bisschen Kontur. Also langsam kommen wir dem Löffel immer näher.
Das ist jetzt das Ergebnis von dem Löffel, den ich für Sohnemann gemacht habe. Sieht schon eigentlich sehr gut aus. Ich versuche das mal ein bisschen besser drauf zu kriegen. Und das ist bisher mein Exemplar. Noch nicht wirklich viel weiter gekommen, aber er wird dann im Endeffekt eigentlich so aussehen. Nur längerer Stiel. So, das war mal wieder ein kleines Video. Ich muss ja weitermachen mit den Videos auf YouTube. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer einen Daumen geben, ganz wichtig abonnieren und bis zum nächsten Video. Ciao!